Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoToolsTV. Mein Name ist Sebastian und wenn du so etwas hier hast und das schleifen musst, kann dir so etwas Kleines und mega Simples den kompletten Tag retten. Heute geht es also um das Thema Schleifen, Schleifen, Schleifen und ich muss etwas zugeben. Bis vor kurzem, um genau zu sein, bis vor etwa einem Dreivierteljahr war ich noch Team Schleifblock. Also ich hätte zum Beispiel irgendein altes Schleifpapier hier, was nicht mehr so richtig funktioniert hat, eckig, rund, was auch immer, hier von einem Exzenterschleifer, von einem Schwingschleifer oder so, habe das dann benutzt, habe gesagt, okay, habe hier ein Stück Holz genommen, hier drum gepackt und habe dann geschliffen. Wenn es richtig gut war, habe ich so ein Stück Kork genommen, kennt bestimmt viele von euch, die sind hier teilweise angefasst, habe das dann genommen, so, und dann habe ich geschliffen, hier irgendwo vielleicht irgendwie versucht, irgendwelche Ecken und Kanten zu machen. Das war mein Stand vor kurzem, weil ganz ehrlich, ich habe mich damit auch nie wirklich beschäftigt. Das höchste der Gefühle war schon sowas hier. Das hatte ich da, weil ich mal Trockenbau geschliffen habe. Hier drauf, für Trockenbau gibt es auch schon lange Netzschleifmittel. Kann man hier schön einklemmen, schleifen und so weiter. Ja. Und dann kam letztes Jahr Folgendes, und zwar hier bei uns im Studio war ja die Bosch Pro Tour. Und da hat mir jemand, ein Bosch-Mitarbeiter, das Ding hier in die Hand gedrückt. Und ich so, was ist denn hier los? Schaut mal hier. Was ist denn da los? Wir haben hier also ein Schleifpad, was hier abgerundet ist. Was wir hier, eine Kante haben. Dann haben wir hier eine wesentlich spitzere Kante und hier wieder eine Fläche. Und das Ganze ist flexibel. Und er hat gesagt, guck mal, hier, nimm das Ding hier doch mal in die Hand. Und da habe ich an dem Tag habe ich hier ein paar Führungen gemacht und so weiter. Und probiere das doch mal aus. Am Ende des Tages habe ich gesagt, okay, hätte ich gerne 100 Mal. Weil das ist wirklich genial. Du hast hier drei verschiedene Schleifpads. Ich muss immer wieder drauf gucken. Wir haben hier genau 320er, das grüne. Dann gibt es auch die hier als 240er. Und dann haben wir noch das Ganze in Orange als 180er. Und das gibt es auch noch gröber. Haben wir aber gerade nicht da, war gerade nicht lieferbar. Ich glaube wahrscheinlich, weil es so beliebt ist. Und hier ist es einfach so, dass du diese verschiedenen Rundungen hast. Und mir wurde sofort Folgendes klar. Damit kannst du einfach Dinge machen, die du sonst nicht machst. Und bei uns ist das so, die Dinger liegen hier quasi im 100er-Pack immer irgendwo rum. Ja, das ist ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Und sobald hier irgendwas geschliffen werden muss, irgendeine Kante, irgendwas, haben wir genau diese Schleifpads hier in der Hand. Ich habe noch andere Lösungen hier. Danach habe ich mich wieder mit beschäftigt und gesagt, was alles gibt. Aber jetzt kommen wir erstmal nur zu diesem einen Schleifpad hier. Und das ist wirklich ein echter Problemlöser, denn du kannst damit Folgendes machen. Stell dir mal vor, du hast so etwas hier. Komm ruhig mal ein bisschen dichter. Guck dir das mal an. Du hast hier zum Beispiel so eine Rundung. Bei der Rundung sagst du noch, kriege ich hin. Wir nehmen hier unser Schleifpapier und schleifen das so. Okay, so, jetzt, Moment, ich nehme mal den hier, ist eine Innenrundung, also eine Rundung hier nach innen. Oh, jetzt ist schon nicht schön, jetzt nimmst du deinen Finger und schleifst dann hier so drin rum. Ja, okay. Jetzt schaut euch mal Folgendes an. Ihr seht jetzt diese Rundung für euch, hier diese Rundung und diese Rundung. Das ist verrückt, oder? Das passt genau rein und könnt jetzt hier schleifen. Das heißt, du hast nicht mehr deinen Finger, den du die ganze Zeit da drin rumdrücken musst und irgendwie versuchen musst, das hier auszuschleifen. Und ich probiere das mal ganz kurz. Ne, dann nehme ich mal einen gröberen hier. Und zwar den hier. Genau. Guck mal hier, wie schnell und schön ich das hier rausgeschliffen habe. Das sieht echt gut aus in der kurzen Zeit. Das macht Spaß. Als nächstes haben wir jetzt mal hier Folgendes. Hier hast du Ecken und Kanten. Oh. Guck dir das mal an. Ecken und Kanten hier. Das macht doch keinen Spaß. Jetzt kannst du Folgendes machen. Jetzt hast du einen Schleifblock hier. Jetzt nehmen wir mal hier die Ecke. Jetzt kannst du versuchen, hier mit der Ecke drin rumzutun. Aber jetzt Schleifblock. Nehmen wir an, du hast nicht sowas hier, so ein richtiges Schleifpapier. Legst du das hier rein, machst das. Hast du auch nur so bedingt eine Ecke, dann hast du hier irgendwas ausgefranst, versuchst das hier irgendwie so hinzukriegen. Das macht keinen Spaß. Hier hast du jetzt diese schöne Ecke und kannst hier wirklich in die Ecke reingehen. Also kannst hier die Ecke ausschleifen. Ist doch genial. Und kannst das auch hier, das legt sich ja hier rum. Entsprechend, schaut mal von euch aus. Ja. Ja, ich habe es komplett bis in die Ecke reingenommen. Das macht richtig Spaß. Hier nochmal eine andere Form. Aber du siehst jetzt, was alles möglich ist mit dem Ding. Und das ist, ich weiß, das ist total simpel, total, ich sag mal, total eine ganz billige Lösung eigentlich vom Kopf her. Aber das ist ein super Problemlöser, den solltest du wirklich daheim haben.
und solltest du wirklich in deiner Werkstatt haben, weil das hat uns so oft schon geholfen. Dann mach bitte Folgendes. Wenn du dich dafür interessierst, schau mal unten die Videobeschreibung. Da findest du alles, was ich hier heute habe, als Link unten. Und schau dir das mal ruhig im Detail an. Weil dieses Set hier zum Beispiel, ja, was ich dir eben mal gezeigt habe, das kostet 3, 4, 5 Euro. Das ist eigentlich quasi nicht der Rede wert. Und nimm das einfach und kauf dir mal zumindest einmal dieses Set. Nur, wenn du nichts davon hast, dieses Set willst du zu Hause haben. So, als nächstes gucken wir mal eins weiter. Das Ganze gibt es auch in eckig, also in rein nur eckig, ohne die Form und so weiter. Das ist so der Klassiker, würde ich dir auch empfehlen, zu Hause zu haben, weil kannst du schön die Hand in der Hand halten. Hier kannst du auch gut in der Hand halten, das geht auch. Aber ich finde es teilweise angenehmer, so die klassische eckige Form nimmst du, ja, kannst du nehmen ab. Zum Schleifen gibt es dann auch in den verschiedenen Härten. Jetzt wird es nochmal spannend, weil es gibt nochmal das hier. Also hier ganz wichtig, von Weichheit her, hier siehst du, ist schon eher so auf der härteren Seite des Lebens. Noch nicht so hart wie das hier, da kommen wir später nochmal dazu. Also das hier ist wirklich hart. Ich habe ja gerade gezeigt, die anderen sind so relativ weich. Das hier ist super weich. Ja? Ihr seht hier, die könnt ihr wirklich knautschen, machen und tun. Ja? Und dann haben sie wieder die Form. Und das Ganze gibt es auch in Medium, Fein und Super Fein. Und jetzt könnt ihr Folgendes machen. Jetzt habt ihr meinetwegen eine Rundung. Oh, das ist nicht schön. Das macht keinen Spaß. Dann machst du halt sowas hier und dann schleifst du da drin rum. Das kannst du hier auch super mit so einem Schleifpad machen. Nimmst das einfach und kannst da drin wunderbar schleifen. Das finde ich super, super, super. Und deswegen mache ich übrigens auch das Video. Ich möchte, dass ihr das kennt, weil ihr könnt das kaufen oder nicht. Das ist egal. Aber am nächsten Mal, wenn ihr ein Projekt habt und müsst so etwas schleifen, denkt an meine Worte. Ihr solltet so etwas zu Hause haben. Stellt ihr euch mal Folgendes vor. Es wird hier ein bisschen durcheinander, aber egal. Stellt euch Folgendes vor. Ihr müsst das jetzt hier schleifen. Was wollt ihr jetzt hier mit so einer Maschine machen? So? Das funktioniert doch gar nicht. Und denkt nicht, dass ihr mit der Kante hier lang gehen könnt. Keine Chance. Das funktioniert einfach nicht. Wir können hier Schwingschleifer nehmen, genau. Das ist übrigens der neue GSS von Bosch. Dazu kommt im nächsten Video. Wenn das schon raus ist, verlinke ich es dir vielleicht hier oben. Vielleicht. Spaß beiseite. Hier kannst du wunderbar natürlich die Fläche machen. Das ist überhaupt kein Problem. Hier. Ja, aber du kommst niemals hier rein, weil du kannst, das funktioniert nicht. Und probiert das bitte nicht. Dann ist diese schöne Rundung auf jeden Fall weg. Also wenn du so etwas schleifen musst, funktioniert nicht. Dasselbe ist es auch. Du kannst natürlich versuchen, jetzt mit so einem Gerät hier irgendwie so reinzukommen, aber auch das funktioniert jetzt hier nicht. Das macht keinen Spaß. Das geht zwar teilweise mit so etwas, kommst du hier rein. Ja, das kann man probieren. Falls ihr es nicht kennt, ist übrigens der sogenannte GOP, ist ein Multicutter eigentlich von Bosch mit einem Delta-Aufsatz. Ja? Wenn du dich dafür interessierst, auch mal hier unten schauen, habe ich schon gefühlt 100 Videos zu gemacht und da gibt es den alten Spruch, hast du kein GOP? Hast du kein GOP? Aber das nur am Rande. Wenn du so etwas hast, wie hier innen drin zum Beispiel, kannst du auch wunderbar das mit so einem Schleifschwamm machen und kannst hier drin arbeiten und vor allem kannst du hier auch schön in den Ecken arbeiten. Ja? Das geht natürlich wunderbar und das hast du eben nicht, wenn du das Ganze mit großen Maschinen machst. Dasselbe, wir haben hier oben drauf mal gefühlt eine Mummelbahn drauf gemacht. Hier kannst du auch mit dem Schwamm natürlich hier drin reinarbeiten und kannst dann hier machen und tun, ja, und kannst hier drin arbeiten. Das ist halt weich genug, um hier drin auch runterzukommen mit dem Schwamm. Das heißt, mit diesem Schleifmittel habt ihr wirklich echt eine Menge Probleme gelöst und ihr habt ein bisschen das Thema hier damit ad acta gelegt. Und jetzt möchte ich euch mal noch was anderes zeigen. Wenn wir uns jetzt genau das hier angucken, das ist ja so eine klassische Form, eine klassische Schleifform. Das ist übrigens genau die Größe, die wir hier auf unserem GSS auch drauf haben. Und jetzt ist es so, das ist von Bosch ja schon länger und auch von anderen Herstellern auch schon viel länger so, dass es Netzschleifpapier gibt. Genau so etwas. Und das hat riesen Vorteile, weil Netzschleifpapier setzt sich nicht so schnell zu. Das heißt, ergo, wenn hier etwas geschliffen wird, geht der Schleifstaub eher hier rein, beziehungsweise auch so durch das Material. Bei Geräten wie dem hier, wo man das zum Beispiel auch ransetzen kann, zeige euch das mal, kann man das Ganze hier aufsetzen, haben wir einen riesen Vorteil. Das heißt, seht mal hier ist ja die Absaugung des Gerätes. Und jetzt haben wir folgenden Vorteil,
dass alles, was hier geschliffen wird, geht hier durch, geht in dieses Pad hier an der Seite rein und wird dann hier rein abgesaugt. So, und jetzt haben wir ähnliches Vorgehen haben wir jetzt hier auch bei diesem Schleifpad, beziehungsweise bei diesem Handschleifpad. Wir haben ja vorher das hier in der Hand gehabt. Und jetzt haben wir hier folgenden Vorteil. Wir haben ja auch zwei Seiten. Wir haben hier einmal die harte Seite, die blaue Seite und eine sehr weiche Seite, diese weiße Seite. Die weiße Seite hat einen Vorteil. Ich nehme jetzt hier nochmal mein rundes Stück. Jetzt schaut mal von euch aus. Ich kann hier wirklich in der Kontur arbeiten. Das heißt, ich kann hier runterdrücken und hier in der Kontur, ja, hier war noch ein bisschen Lackreste eben, habe ich das hier in der Kontur abgenommen, indem ich einfach nur ein bisschen stärker aufgedrückt habe. Jetzt seht ihr hier drinnen, ihr seht jetzt hier hoffentlich ein bisschen, dass hier Schleifstaub drin ist. Der Vorteil, den ich hiermit habe, ist, ich mache es erstmal folgendes, ich mache nochmal kurz weiter. Das ist echt angenehm. Das Ganze ist jetzt schön zugesetzt, ja, wenn ihr euch das anschaut. Jetzt machen wir folgendes, ich ziehe das mal ab. Ihr seht jetzt schon, der Schleifstaub ist hier drin und nicht hier drumherum verteilt. So, jetzt seht ihr hier. Hier ist jetzt der Schleifstaub und wie gesagt, nicht hier um mich herum und wurde ein Stück weit, ich nenne es mal, abgesaugt. Vorteil ist jetzt auch, das hier ist wieder komplett sauber. Ich nehme das einfach nur wieder, packe das hier drauf und kann einfach weiterarbeiten. Das heißt, das Schleifpapier, ihr kennt das ja sicherlich, das Schleifpapier sich sehr schnell zusetzt, sehr schnell nicht mehr funktioniert, weil es eben hier alles voll ist mit Schleifgut. Und dann könnt ihr nicht mehr, habt ihr keinen richtigen Fortschritt mehr. Das ist hier nicht so. Und übrigens nicht, dass ihr jetzt denkt, ihr müsst nach dem, was ich hier gemacht habe, jedes Mal das abmachen. Nee, nee, nee. Ich wollte euch das nur demonstrieren. Das heißt, es wird immer so sein, dass hier das eher sich auch so ein bisschen so mit runterarbeitet, dann hier entsprechend auch rauskommen kann durch das Klett. Vorteil dieses Schleifpads ist natürlich auch, im Gegensatz zu dem hier, der ist irgendwann verbraucht. Und bei dem ist es so, ihr könnt immer wieder das Pad abnehmen und wieder drauf machen. Und natürlich, ihr könnt auch verschiedene Stärken drauf machen. Wir haben hier mal eine richtig breite Auswahl, auch hier stehen. Wir haben das Ganze hier von 80er, 100er, 120er, 150, 180, 220, 240, 320, 400 oder ein Packen, wo verschiedene drin sind. Schaut mal hier, hier haben wir 80, 120, 180. Ja? Und all das in einem Packen, um das Ganze mal auszuprobieren. Wir haben damit jetzt ein bisschen getestet und ich muss sagen, beide Seiten machen total Sinn. Gerade auch die harte, wenn man sagt, oh, jetzt will ich hier aber richtig Fortschritt machen. Und bei der anderen Seite, beziehungsweise möchte ich es auch gerade schleifen, wenn es so leichte Unebenheiten sind, damit bekommst du die, weil es ein schöner, harter Schleifklotz ist, auch rausgeschliffen. Und wenn du aber in der Kontur bleiben möchtest, wenn du das Material eigentlich genauso erhalten möchtest, wie es ist, beziehungsweise dann nicht mehr an der Kontur was ändern möchtest, sondern wenn du nur Material abnehmen möchtest, nimmst du das weiche Schleifpad und das fügt sich halt wunderbar hier an. Ich benutze das sehr gern, um hier auch mal so Kanten abzunehmen. Und schon haben wir hier eine kleine Rundung dran, was man so jetzt einfach mit der Hand ja nicht so herstellen kann. Wenn wir so einen Schleifklotz uns wieder vorstellen, das funktioniert so nicht. Ihr seht also, mit solchen kleinen Mitteln ist es einfach so, dass ihr einen riesen Vorteil habt. Ihr habt halt wirklich einen Problemlöser da und ihr müsst nicht mit so einem Quatsch mehr arbeiten wie das hier oder noch schlimmer mit dem hier. Und deswegen sage ich auch wirklich, ich habe etwas dazugelernt. Vielleicht gibt es ähnliche Lösungen auch schon relativ lange auf dem Markt. Kann ich euch nicht sagen. Ich kann euch nur sagen, die Dinger haben wir jetzt schon länger hier bei uns, also seit einem halben, dreiviertel Jahr. Beziehungsweise das hier nicht, das ist noch nagelneu. Das gibt es, glaube ich, erst in ein paar Tagen. Wir haben es hier schon mal ausprobieren können. Bei denen ist so, die haben wir schon länger hier und haben damit richtig viel Spaß. Vor kurzem haben wir übrigens ein Projekt gehabt hier mit solchen Rundstäben. Konnten die wunderbar schleifen. Funktioniert wunderbar auch mit dem hier, weil sich so schön die Kontur legt. Müsst ihr nur ein bisschen mehr Kraft ausüben und dann hier so drumherum gehen. Aber es funktioniert. Und ihr müsst nicht mehr diesen ganzen alten Quatsch benutzen, wie so ein Schleifklotz oder ähnliches. Ja, das geht auch alles,
Aber es, naja, es geht halt nur so irgendwie und die Ergebnisse sind mit den anderen Sachen definitiv besser und schneller. Und dann nochmal der Hinweis, all das hier, die einzelnen Dinge, sind quasi Centartikel. Ja, die kosten ein paar Euro, aber kein Vergleich zu teuren Maschinen oder zu eurem Werkstück. Weil wenn das Werkstück versaut, ist schon nichts mehr und nicht mehr schön. Und vor allem, wenn eure Zeit weg ist. Weil das ist vor allem etwas, was euch die Zeit sparen kann. Also im nächsten Einkauf gutholz.de einfach mal so ein Packen nehmen mit in den Warenkorb, wenn ihr wissen wollt, was ich hier alles stehen habe, was es kostet. Unten in der Videobeschreibung auch alles drin. Ansonsten auf gutholz.de auch nochmal verlinkt. Ihr schreibt bitte mal in die Kommentare, ob ihr schon mal eine Hand hattet. Was sagt ihr dazu oder gibt es sogar noch bessere Lösungen? Wir lesen uns da. Ran ans Werkzeug und, ran an den Schleifklotz, würde ich heute sagen. Bis zum nächsten Mal.